Ja, aber irgendwie bist du mit dem Mod noch nicht vertraut, scheinbar. Das erkennt der Mod. Jasa, was tust du? Da muss Okay. es wohl mal Schade, sein. schade. Warte, Es kann ich. auch sein, dass das, dass es einfach mein Buch ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit dem Savtech Ages Modpack und. Xavier, hi. Hi. Jo, Mephisto leider krank, heute nicht dabei. In der nächsten Folge vielleicht. Der entschuldigt sich, er wollte niemandem etwas vorhusten. Ja. So, und wir kümmern uns mit Erklärbär Mavia darum, dass wir ins zweite Age kommen. Juhu. So, dann erkläre mich mal. Kläre mich Ja, auf. wie du ja scheinbar schon gesehen hast in der letzten Folge auch. Trotz meiner Abwesenheit hast du meine Achievements bekommen, die ich gemacht habe. Weil um voranzuschreiten mussten wir hier dieses ganze mechanische Energiegetriebe-Gedöns machen. Das hat sich halt ein bisschen gezogen, da habe ich das mal ein bisschen selber gemacht. Draußen ist Wasserrad, fließend Wasser, das treibt das Rad halt an. Das hier sind Getriebeboxen, die das Ganze halt umleiten. Hier ist unser Millstone, das ist das, was Fisto die ganze Zeit automatisiert haben wollte. Jetzt haben wir es automatisiert, brauchen wir kein Handcrank mehr zu benutzen. Einfach Zeug rein, das wird sich der Reihe nach bemahlen, ausgespuckt, fertig. Gut, was haben wir noch? Hier ist ein Turntable, Was macht der? der dreht im Prinzip. Du kannst da zum Beispiel, wenn du einen Block draufsetzt, habe ich schon irgendwo gesehen, das fand ich auch ganz cool. Was zum Beispiel ein, ja, genau, wenn du da jetzt eine Redstone-Fackel an eine Seite drehen würdest, setzen würdest, dann würde dieser Block immer umgedreht werden, beziehungsweise zwei Redstone-Fackeln auf der entgegengesetzten Seite, nicht an der Wand. Und dann wird dieser Block halt immer gedreht und dann hast du so einen rudimentären Redstone-Block. Allerdings kannst du hier auch Sachen herstellen, indem du zum Beispiel so Tonklötze nimmst, also aus Clay, die dann hier drauf setzt, und dann drehen die sich und dann machst du hier quasi Töpferei. Hier unten, das ist die Geschwindigkeit, das ist momentan das Langsamste, das hier wäre das Schnellste. Ich dachte andersrum. Ja, nee, das hier ist das Langsamste. Also wenn du hier anfängst, dann bist du direkt auf der niedrigsten Menge Ton, die noch geht, also zum Beispiel Blumentopf oder ein Eimer, wenn du noch so einen großen Kleeblock. Wenn du es langsam machst, geht es der Warte mal, Reihe nach warte mal. durch. Dann ist Wie komme ich denn in meinen Rucksack, ohne wenn ich den anhabe? musst dann die entsprechende Taste drücken. Ich habe mir die unbelegt auf Y, damit ich die immer parat habe, wo die standardmäßig ist, weiß ich nicht. Wie Backpack. Oder B. Ja, So. B war, glaube ich, mehrfach belegt. Nee, das muss ein spezieller Tonblock, glaube ich, sein, Ach, natürlich. Ja. das ist der halbe Stein und halbe Kleber. Nee, nicht Halbstein. Da gibt's aber, oh, da unten ist so laut, das gibt's gar nicht. Ja, das ist einfach nur gemachtes, eher so ein Tontopf im Prinzip, ungefeuerter Ton. Terrakotta. Ja, Terrakotta. Okay. Gut, aber wir wollten eigentlich in das Age gehen und dafür brauchen wir eigentlich so ein Buch, was ich mir machen wollte. Ja, genau. Was? Hast du das Mulberry? Yep. Mulberry Wood habe ich. Ein Stück. Plant Twine habe ich. Und die Aquamarine. So, Astral Thome. Das brauchen wir. Und dazu müssen wir eben hier. Ja, jetzt aber. Die Mulberry Bark brauchen wir. Genau. Wo kann ich die jetzt reinhauen? Kommen Sie mit. Weil eine Säge habe ich unten auch schon gesehen. Ja, die Säge hier. Nimmst die Holzklötze und setzt sie oben dran einfach. Genau. Und was ist, wenn ich da drauf komme? Schneide ich die dann? Ja, das will ich nicht lang. Einfach durchklicken, geht relativ zügig. Ich hau. Jetzt hast du einen guten Fuß. Wie das Blut spritzt. Oh,
16 hast du gesagt. Ich glaube, es waren 16 Baumstämme. Also 16. Ich glaube, wir brauchen 4x4. Also 4 Washi. 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 Und dafür brauchen wir 4 Mulberry Seeds. Sheets. Also brauchen wir 16, ja. Ja, wenn du 16 drin hast. Und Wasser. Genau. Das geht hier drin wieder wahrscheinlich. Ja. Aber mach 3 Stück und. Nee, beziehungsweise sogar 4 Stück, glaube ich. Du kannst 4 Stück reinmachen, dann umdrehen. Hui. Die restlichen auch noch. So, 16 Stück habe ich und dann muss ich die trocknen, gell, hast du gesagt? Die hängst du dann oben hin, trocknest sie. Wenn die dann getrocknet sind, craftest du zusammen und dann bist du, glaube ich, schon fertig. Okay. So, und hier hast du eine neue Idee für dieses Häuschen? Ja, das steht mir jetzt schon ein bisschen länger im Kopf rum, weil im Prinzip sind wir hier aus dem Haus rausgewachsen. Das Einzige, was wir hier immer machen, ist Leder. Weil wir hier die ganzen Trockenracks haben, könnte man hier im Prinzip so eine Lederstation draus machen, ein Haus, in dem wir uns hauptsächlich nur um Leder machen, so wie hinten halt die Säge, hinten das Essen, die Schmelze etc., dann ist das hier quasi die Gerberei. Das finde ich gut. Dann hätten wir hier halt rundherum quasi nur Trockenracks, mehrere Fässer Wasser, Salz, mehrere von den, eine ganze Wand von diesen Rühreimern, Creeper, Kisten etc. Finde ich eine gute Idee, vielleicht könnte man da auch noch Rüstungen mit reinhängen. Ja, ja. Nein. Oh, das wollte ich jetzt machen. können wir hier noch Rüstungen reinhängen, dann haben wir hier so einen Händler, so ein Zeug halt. Ist das jetzt schon trocken? Nein. Auf 2 Minuten. Ach, das wird, glaube ich, weiß, wenn es trocken ist. Bei mir wird keine Zeit angezeigt. Nee, bei mir auch nicht. Aber ich glaube, so Sachen brauchen allgemein 2 Minuten zum Trocknen. Auch das Leder. Aber dann kann ich mir eigentlich schon das andere machen. Und zwar dieses Plant Cloth. Cloth, ja. Cloth, ja. Kennst du mein Englisch? Ja, deswegen korrigiere ich dich. Ja. Mein Englisch ist perfekt. So, dafür brauchen wir... You mean pitiful. Dieses hier? Oh, jetzt habe ich das ganze andere Holzzeug mitgenommen. Sawdust und so. Naja, egal. Jo. Sawdust kannst du oben in die Säge machen. In das Sägewerk. Ja. Werde ich dann tun. Gut, was braucht man denn noch? Was können wir denn? Können wir schon ein bisschen was weitermachen? Ja, im Prinzip können wir den. Ah, der Sicher trocknet es gerade durch. Oh. Dum, 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 ding, ding, ding. Okay. Ups. So. Dann 2x2. Ja. Und dann in die Presse, glaube ich, ja. Genau. Wie findest du eigentlich unsere Wegbaum-Gebäudekombination hier? Wegbaum-Gebäudekombination? Ja. Was du mit Wegbaum meinst, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Häuser sind schön, die gefallen mir. Noch ein bisschen leer, aber... Zum Beispiel das hier, meine ich. Dass man hier so durchgeht, links, rechts und so. Allgemein unser Fleckchen. In der Tat. Ich habe hier, falls dir noch nicht aufgefallen soll, sein sollte, hinten bei der Schmelze, wie auch hier, habe ich das Ganze mal eins tiefer gesetzt, weil hier ging es ja quasi hoch, wieder runter. Ja, genau. Hier wieder hoch. Das habe ich alles mal eins runtergesetzt. Das habe ich. Stimmt. Hier musste man hoch und dann ging es hier wieder runter. Ja, genau. Stimmt. Ach, und da oben. Genauso wie auch hier hinten, da ging es quasi. Stimmt. Hier ging es hoch bis hier. Hier eins runter. Da habe ich lieber hier eins. Ja, geh doch weg. Oh, kommt noch einer. Ja, stimmt. Das habe ich hier mal tiefer gesetzt und dann hier noch einen kleinen Weg reingemacht, dass man hier mal an die Seite rein kann.
Aber warum macht ihr nie die Wege ganz? Alles Ja, das irgendwie. ist halt quasi so wenig benutzt, so Ach so. ausgetreten, so. Deswegen ist da noch, in der, noch ein bisschen Grün dazwischen. Warum mache ich das wieder? Muss ja nicht jeder sehen. Ja, das war Okay, der gut. ganze Grundgedanke dazwischen. Die zwei, vier Dinger müssten fertig sein. Sollten ja. Jawohl. Dann brauchst du, hast du 5 Aquamarine geholt oder nur Ich 4? hab 32. Ah, okay, ja. So. Was muss ich dann machen? Parchment. Okay, das geht ja. Eins Das ist da jetzt rein. kein großer Aufwand mehr. Ups. So, das nach oben, das in die Mitte und die zwei, drei unten. Und dann habe ich dieses Buch, das Da, nicht. da, da, da. Ja, oh. Discovery. Genau. Da kommen dann rechts noch mehrere Tabs rein. Hier in der, bei Knowledge kommen mehrere, ich nenne es mal Galaxien, Sternenhaufen, wie auch immer, mit verschiedenen Eigenschaften. Das sind, wenn du da dann reinzoomst, da sind die ganzen Tech-Sachen drin. Das habe ich gerade gelesen. Hover over one of the clusters and zoom in using the scroll wheel or W or S. W or S. Wer ist genau? Okay. Aber was ist ein Cluster? Ach so, nur in. Ach so, nur da, wo eine Schrift ist, kann ich reinzoomen. Ja, also Cluster halt so ein Sternenzusammenballung. Ah, jetzt. Oh, da muss man aber weit reinscrollen. Als Astral Sorcery, also astrale Magie, da geht es quasi darum, Sternenlicht zu sammeln und mit diesem Sternenlicht dann Sachen zu verzaubern, etc. Es sind coole Sachen möglich, unter anderem auch ein Teleportnetzwerk. Ah, das ist nice. Da arbeite ich dann auch darauf hin, sobald wie möglich. Gut, und was müssen wir jetzt als erstes machen? Diesen Luminous Crafting Table. Genau. Gut, dann machen wir den doch. Ja, kommen Sie mit. Ist alles schon vorbereitet. Nein. Doch. Ja, nur noch ein paar Sachen. Ey, hallo, wo läufst denn du lang? Hier durch die Wildnis. Du hast den C fertig gemacht. Ja, weil, guck mal hier. Wo? Was mache ich jetzt damit? Eimer. Kannst du mit Eimern, wenn du willst. Aber nicht den See weg. Habe ihn wieder richtig gepflanzt. So. Geh hoch da. So. Hast du das hier in unserem Tal des Sinnes schon angefangen zu bauen, oder wie? Ach nee. Bissel Craft halt. Da Oh mal halt Gott. ganz. Ja, da muss man halt ein Warum bisschen. sind hier so rote Dinger? Das ist Blood Magic, das sind Laternenquarz, das sind die Blutmagie-Laternen. Ah, okay. Damit die kann ich, da brauche ich mir keine Fackeln zu craften, brauche ich keine Kohle zu verschwenden. Die sind auch nicht intrusiv, die kann ich aus der Entfernung schießen. Das ist alles ganz praktisch. Oh, hier hast du das nochmal aufgebaut. Das habe ich oben leider zerstört vor dem Livestream. Ja, es ist nur ein bisschen Cobblestone, das ist keine große Als Kunst. ich den Gasthof dahin gepflanzt habe. Okay, hast du schon mal schön angelegt? Mir fällt da auch sofort was ein, was man hier reinbauen kann. So eine Riesenhalle, so mit Kuppelbau und so. Und hier mit Säulengang und oh. Also ich hatte, wir können gar nicht drüber reden, ich hatte das Ganze so geplant eigentlich, ich habe es jetzt noch nicht durchgezogen, weil mir noch die Werkzeuge fehlen, dass das Ganze hier quasi eine Riesenhalle ist, also alles, was du hier siehst, kommt weg. Dann ist hier quasi Gang. Dann kann man von oben nach unten sehen. Und dann Also einmal unten, außen rum. ja, also links und rechts kann man dann, oder auch hinten noch einmal drumrum. Und dann ist hier eine Riesenhalle und dann ist da dann halt in der Mitte da unten dann halt hier das der Altar gedönst. Aber dann halt eine Menge auszuheben und dafür will ich dann halt doch schon bessere Werkzeuge haben. Ja, hoffentlich mit Tinker's Construct. Gut, aber wir kommen zum Lumination Crafting Table. Ja, Luminous. was ich bei Fisto gesehen habe im Video,
Wenn ich das anklicke und dann wird halt das Ritual gemacht, dann kommt auch ganz ominös hier Zauberspruch und so weiter. Das ist dann aber für andere nicht zu sehen, außer ein paar Effekten. Deswegen würde ich mal sagen, mach du das mal. Einfach mal mit Rechtsklick auf den mittleren. Rechtsklick oder Shift-Rechtsklick. Soll ich? Ja. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir mal was machen hier. Bogusim Salabim. Nee, die, gut. Nicht die Crafting Table rausholen. Ist dann was Shift-Rechtsklick. It happens that you don't know. Oh, was? Don't know this book? Ah, okay, dann darfst du das irgendwie gar nicht machen. Aber ich habe das Buch. Ja, aber irgendwie bist du mit dem Mod noch nicht vertraut, scheinbar. Das erkennt der Mod. Was tust du? Dann okay. Muss es wohl machen. Schade, schade. Warte, es kann auch sein, dass das dass es einfach mein Buch ist. Shift. Ja. Uiuiuiuiui. Hörst du auch die Sprüche oder siehst du es mal? Ich sehe leider nur ein Feuerwerk. Ja. Da fehlt dir halt die Hintergrundelektrik. Aua! Aber gehauen hat es mich trotzdem. Ja, ja, das lädt jetzt. Keine Sorge, das muss jetzt alles neu laden. Und jetzt wird's gleich. Da. Link to the Stars. Genau. You lost access to stage H1. Okay. Cool. Ah, Prismarin ist hier sogar so ein. Okay, Twilight Forest. Ah, und hier haben wir jetzt dann auch Tinkers Zeug. Genau, jetzt können wir Tinkers machen. Nice. Ja, was dir hier vorschwebt für diesen Raum, finde ich geil. Finde ich cool. Können wir mit so Säulen abstützen zumindest oder so. Also, ja, Säulen können wir. Muss fett werden, richtig fett. Ja, so ein Langzeitprojekt wird das dann. Also erstmal Tinkers machen, ordentliche Werkzeuge. Oh yeah. Darauf freue ich mich am meisten. Hm. So, so, dann müssen wir wieder raus, weil das ist ja Sternenmagie, das heißt, da brauchen wir auch freien Himmel für. Ja, nicht, dass wir jetzt irgendwas damit machen. Hast du eigentlich irgendwas gekriegt? Du hast den Crafting Table, ja? Ja, ich hab den Tisch. Kriege ich den auch mal? Ja. Ah, okay, ganz normal Crafting Table. Ja, nur dass der halt eine Leiste hat, mit die dann halt das Sternenlicht anzeigt, quasi. Das geladen wird. Ja, ja. Wie du jetzt siehst, das ist der Lichtlevel, den der momentan hat. Das ist nachts natürlich mehr, weil Sternenlicht. Mhm. Und, wäre toll, wenn der hier auch noch irgendwo reinpasst, oder? Oder willst du den woanders haben? Ja, wie gesagt, der muss an spezielle Punkte dann, wo dann halt das Ganze möglich ist. Aber das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil ich halt noch nicht weiß, wo sich das Sternenlicht konzentriert. Die muss ich auch erstmal finden. Okay. Gut, dann müssen wir, was machen wir denn jetzt? Ich geh mal hier gucken. Habe ich hier jetzt noch was Neues gekriegt? Oh ja, Exploration. Guck mal gerade in das Buch rein. Gucken, was man halt so an. Ja, da kommen neue Sachen. Aber man muss da so weit reinscrollen. Das finde ich aber ein bisschen nervig. Ah, okay, das sind zum Teil die Sachen. Starlight Crafting Altar. Crystal Tools. Da mal den ganz unten. Das Starlight Geolocation, das ist das Gerät, mit dem man feststellen kann, wo sich das Sternlicht konzentriert. Wenn wir das machen, dann kann ich dir sagen, wo der Altar hin muss, beziehungsweise wo wir hin, was in der Richtung aufbauen sollen, wollen, müssen, können. Wo bist du denn drin? Nicht in Exploration, oder? Exploration habe ich keinen Tab. Ich habe Adventurer, Ages 1 und 2. Ah, geh mal in dein Buch rein. Von Astral Dingster. Ach, das meinst du, okay. Ja, da gibt's eben ein, Adventurer. Exploration, genau. Also, was hast du jetzt gemeint? Filling the Gaps. Wenn du hier in dem Exploration bist, ganz oben links, das Fossic Resonator. Ich finde, okay, mit Doppelklick kommt man da schneller rein.
Okay. Liquid Starlight Bucket. Ja. Das ist aber auch keine große Kunst. Wie komme ich... Ah, okay. Aber wie komme ich da jetzt zurück? Da muss ich rauszoomen. Okay. Ja. Aber wenn du Doppelklick auf eine so eine Sache machst, dann geht's schneller. Wenn ich jetzt Doppelklick auf Discovery mache, bin ich gleich drin. Ansonsten scrollt man sich ja tot. Ja. Da hat der Mod-Autor schon mitgedacht. Aber was mich jetzt interessiert, wenn ich jetzt mal im NEI gucke und Sample, dann haben wir jetzt neue Samples. Und zwar Hämatit, das ist Eisen, sehr schön. Kohle, Gold und Lapis. Also wir haben jetzt Eisen, Gold und Lapislazuli als neue Samples. Und wenn wir mit den Sachen hier vorankommen, also Tinkers etc., dann müssen wir, dann wird da auch relativ schnell verlangt werden, dass wir diese Erze finden. Na, ich werde jetzt mal gerade gucken. Ich habe doch da schon eine Höhle gebuddelt. Ob da vielleicht sogar schon irgendwas zu sehen ist. Da gibt es leider noch keinen Weg hin. Ja, ich hatte auch schon gedacht, dass wir hier so drum mal hier in Richtung Mühle auch mal einen Weg irgendwie mal hinbauen soll. Ah, vielleicht findet man die gar nicht so. Oder nee, das ist wie die anderen Erze, wie das Kupfer und Zinn auch. Ja klar, aber vielleicht habe ich ja schon eine Ader angestochen, weißt du? Ja, ich gucke gerade hier nach dem Ferrokalzit, aber das scheint auch kein... Nee. Oh, da sind Magma-Dinger. Mach sie tot! Mach sie tot! Oh, und die machen mich tot. Aua! Das war aber unfair. Oh, wir können jetzt Glas machen. Sehe ich gerade. Nein! Oh! Geh runter! Aber die sind so klein, warum? Oh, die lassen Kohle fallen. Oh, schön. Zwei Charcoal. Oh, das heißt gar nichts. Ja, für die Mühe, weiß nicht. Dann haben wir Sand. Ja. Ja. So, ich hab mal zugemacht. Lass die hier nicht. Okay, wir haben hier leider keine Ader angestochen, müssen wir dann irgendwann mal suchen. Zwischen den Folgen eventuell. Willst du gleich Sand machen? Nee, ich mach grad Glas. Glas, klar. Sand haben wir. Okay. Produktiv, wir sind in der zweiten Folge. Wir können mal gucken. Und zwar Tinker. Ja, da gibt's jetzt Tank Controller. Mach mal den Tisch. Erstmal den Tisch. Tisch. Crafting. Crafting Station. Meinst du die? Ja. Ein Aqua Middle Gem. Yeah. Das habe ich befürchtet. Wir müssen in die Between Lands. Ah, das wird unangenehm. Schon wieder? Ja, nee, das ist das Beneath, was du meinst. Wir müssen in die Between Lands. Das ist wieder was anderes. Ganz anderer Mod, ganz andere Dimension. Ich stelle den mal hier unten zur Schmiede. Ja. Hast du irgendwo einen Wunsch? Mach hier unten in so einen Lagerraum hier draus und mach hier die Arbeitsstation oder wie auch immer, wie du das haben willst. Yay. Und dann kommen wahrscheinlich die ganzen anderen Sachen noch, gell? Toolstation und so weiter und so fort. Wer davon aus? Ja. Stencil Table, Toolstation. Barks und Plank Siding. Wie kriege ich die? In die Säge. Müssen wir doch noch so ein paar Dinger zersägen. Damit wir noch ein paar Barks kriegen. Kann man das ja eigentlich mit Hopper automatisieren, ja, oder? Was? Säge?
Segel glaube ich nicht, weil ein Hopper platziert ja keine Blöcke. Es gibt aber später, habe ich in der bei den anderen gesehen, einen Blockplacer, also im späteren Verlauf der. Okay. Achso, warte, ich muss. Für den Partbilder kannst du auch jede Bark nehmen, auch die wir hinten schon haben. Ja, wenn es nicht hier an die Säge gehen. Wie kriege ich denn die halben Blöcke? Die halben Blöcke bekommst du an der Säge, wenn du da, glaube ich, Planken zersägst. Mhm. Je nachdem, was für halbe Blöcke du willst. Ja, irgendwelche. Das war jetzt ein bisschen luxuriös hier, das. Ja. Das ist so laut, ich höre mich nicht. Ich sag ja auch gar nichts. Du darfst nicht immer in der Säge stehen. Ich habe nur die Sachen von der Säge runtergenommen. Okay, dann können wir hier fortfahren. Einmal das. Beziehungsweise ich mache einfach mal 4 Stück. Wir brauchen ja ein paar davon. Ah. Oder gibt es sogar 4? Ja, wir brauchen ganz viele Pattern. Und dann das so. Dann haben wir die Toolstation. Ich glaube, wir brauchen auch ein Holz und eine Pattern. Dann haben wir die Stencil Table. Was brauchen wir am Anfang nochmal? Den Part Builder, oder? Ja. Wie kriege ich den? Ich habe keinen Lock mehr. Hast du noch einen Lock? Nein. Oben ist noch eins drin. Ja, Moment, da weiß ich, dass ein Birchwood Lock drin ist. Da. Oakwood. So, das müsste klappen, jawohl. Gut. Dann haben wir schon alle Tische, glaube ich. Ja. Werden wir vielleicht hier noch ein bisschen schöner gestalten dann. Also Partbilder. Dann. Was brauchen wir dann? Stencil Table. Stencil und dann die Toolstation. Genau. Dann noch die Kiste, die Teilekiste, aber ja. Part Chest. Eine Chest, Holz und 2 Sticks. Sticks habe ich leider keine. Hast du Sticks? Geh ich gerade holen. So, so, und dann warte ich gerade noch auf die 2 Sticks. Und dann sind wir fast ready für Tinker's Construct. Jo. Wenn wir dann noch Gold haben, dann können wir auch die Castings machen. Ja. Wobei die ja auch jetzt kann man sie, glaube ich, aus Clay machen, oder? Genau. Die sind halt nur einmal zu verwenden. Beziehungsweise ja. Musste die, glaube ich, sowieso am Anfang mit Clay machen. Weil du ja die aus Gold herstellen musst. Das heißt, du musst erst alles negativ drucken und dann in Gold einschmelzen wieder. Wenn ich das richtig. Normalerweise machst du die ja hier am Table aus Stein und dann legst du diese Steinform dann hier in ein Casting Table und gießt dann da das Gold drauf und dann hast du deine Goldform. Brauchst du keine Clay. Clay ist nur, wenn du kein Gold hast, sparsam sein willst oder nur einmal ein Werkzeug machst, alleine bist und brauchst kein Gold zu verschwenden, dann machst du es halt aus Clay, wenn du es nicht nochmal verwenden wirst. Okay. Waypoint Regist. Hallo? Warum kann ich jetzt meinen Rucksack nicht mehr aufmachen? Ja. Ah, weil wir Stage 2 sind, sagt er jetzt, Waypoint Requires Stage Mapping. Jetzt ist der B für meinen Rucksack doppelt belegt. Ja, war bei mir letztens auch schon, deswegen hatte ich es direkt umbelegt, aber. Also bei mir erst jetzt. Okay. Aber gut, dann war es das von der heutigen Folge. Ich bedanke mich für die informative Einführung von Mavia. Dafür ist ein Erklärbär ja da.
Ich hoffe, Mephisto geruht sich, keine Ahnung. Wieder zu gesunden. Genau, wird wieder gesund. Und dann geht's am Freitag weiter mit der nächsten Folge von Minecraft City 2 mit dem Zeftech HS Modpack und Mavia. Und Barona. Hoffentlich auch Mephisto. Bis dahin. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Ciao. Bye.